Vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Es ist wirklich sehr passend, dass wir diesen Antrag heute diskutieren, wo Joe Biden hier in Berlin ist. Denn schließlich ist dieser IMEC-Korridor mal wieder ein Projekt tatsächlich von Joe Biden, das er sich in einem Moment seiner üblichen geistigen Umnachtung ersonnen hat. Sein Ziel, in der Tat, Sie können das nachlesen, Indien besser an die USA anzubinden, und zwar so, indem man Indien mit Europa mit einem Wirtschaftskorridor verknüpft, der so aussieht, dass man also in Mumbai Schiffe belädt, die fahren nach Oman, dort wird auf Schienenverkehr umgeladen, fährt durch die halbe arabische Insel, dann geht es nach Israel, dort wird wieder auf Schiffe verladen, man kommt in Europa raus, dort wird wieder auf die Bahn verladen, am besten mit der deutschen Bahn kommen dann die Güter an. Ich garantiere Ihnen, es funktioniert 1A. Die Union will in so ein Projekt 300 Milliarden Euro versenken, weil nicht nur diese Verbindungen existieren sollen, sondern darunter auch noch Wasserstoffpipelines gebaut werden sollen. Und das immer beim Kernthema. Sie erhoffen sich dadurch eine Dekarbonisierung der deutschen Wirtschaft. Das schreiben Sie in den Antrag. Für Sie ist es also völlig egal, dass Nord Stream 2 gesprengt worden ist. Hauptsache, wir haben dann die Wasserstoffpipeline von den Saudis und von Jordanien. Die liefern uns grünen Wasserstoff, islamistisch grünen liefern die uns. Das ist das garantierte Ende der deutschen Wirtschaft, meine Damen und Herren. Drei klare Aussagen. Erstens. Europa ist nicht der Vorhof der US-amerikanischen Außenpolitik. Und der deutsche Steuerzahler hat nicht für Interessen eines Joseph Biden oder einer Kamala Harris zu bezahlen. Das ist die Position der AfD. Zweitens. Sie verstehen absolut nichts vom arabischen Raum. Wenn Sie auch nur ansatzweise glauben, dass das funktioniert, dann tut es mir recht herzlich leid. Weder Jordanien noch Israel haben bislang das Projekt unterschrieben. Und da soll ja überhaupt der ganze Korridor durchlaufen. Wie soll denn das funktionieren? Das ist wie eine Zufahrt zu meinem Grundstück übers Nachbargrundstück zu planen. Das geht nicht. Da steht da ganz fertig drauf. Vergessen Sie es einfach, meine Damen und Herren. Und drittens, lassen Sie uns mit diesem Klimaterrorismus in Ruhe. Die deutsche Wirtschaft zu dekarbonisieren bedeutet, die deutsche Wirtschaft zu vernichten. Das machen wir nicht, weder in Zusammenarbeit mit Indien, noch mit den USA, noch mit sonst wem. Danke.